Moin Moin und Ahoi, Matrosen. Wir machen weiter mit Kings of Sea. Haben das neue Schiff jetzt schon und können in der Hauptquest weitermachen. Das machen wir auch. Aber wir werden auch noch mal ganz kurz gucken, ob wir hier draußen nicht noch ein, zwei Quests machen können. Die wohlverdiente Pause machen wir nicht. Aber ich habe geguckt, es gab hier noch ein paar andere Nebenquests. Und die kann ich gerade an. Die wohlverdiente Pause ist da. Das heißt, wir müssen ihn direkt angreifen. Obwohl, doch, lass uns das noch mal probieren. Ich glaube, wir sind jetzt... Wir sind jetzt eigentlich relativ sicher und haben auch ein größeres Schiff. Eventuell... Nein, du sollst... Ich wollte die Segel setzen. Weil eventuell können wir ja trotzdem... es schaffen, ihn zu besiegen. Man weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, wie schnell dieses Schiff ist. Das haben wir noch nicht getestet. Aber wir haben auch... Haben wir denn... Ich muss kurz gucken, ob wir irgendwas haben, was wir noch reinpacken können. Wir haben zum Beispiel hier den verstärkten Rumpf. Oder Morastrumpf. Nur so. Bam. Pinkelt auf die Kanonen. Und plündern. Und pinkelt auf die Kanonen nehmen wir. Das stellen wir auch mal darüber. Wir sind noch nicht ganz fertig. Gucken, was es noch gibt. Ja. Die können wir noch benutzen. Das können wir noch benutzen. Ja. Da sind die Segel natürlich besser hier eigentlich. Aber, also was ist besser, aber wir, ach komm, wir nehmen die einfach mal. Sind zwar eine Stufe 7, sehen aber schöner aus. So. Wo ist er denn? Da, wo ist mein Schiff? Da, okay. Von hier an der Seite längs. Kann auch nichts passieren. So, wir kriegen Punkte, wenn wir das in die Luft jagen da, ne? Machen wir das nochmal. Wir mögen Erfahrungspunkte. Ich sammle alles ein, was wir unterwegs finden. Ich weiß, ob das nicht nochmal gebrauchen könnte, irgendwas. Ich gehe jetzt nochmal kurz auf die Karte und gucke nochmal ins Logbuch. Eventuell sind da doch zwei Quests bei, die uns eher liegen. Da zum Beispiel. Modischer Matrose. Lass uns das doch mal machen. Dann sind wir fast da. Ja. Das ist doch eine gute Idee. Und das meine ich, da müsste man noch so ein kleines sehen, wo man genau sehen kann, in welche Richtung man noch ein bisschen steuern muss. Es ist zwar schön, dass man die Karte mal anschauen kann, aber das andere wäre noch ein Tickchen günstiger, finde ich. Praktischer. Kommt da für eine dramatische Musik. Wow! Tatsächlich getroffen. Jetzt nicht mitgerechnet. Wenn wir schon mal hier sind, lass uns nochmal da vorne auf diese Insel da ranfahren. Gucken, was da ist. Oh, ist ja dunkel. Das ist nicht so schön. Dunkel ist gar nicht gut. Deswegen den Geisterschiffen auch. Das auch noch hier einnehmen. Gucken, was da drin ist in diesem alten Schiff. Mal sehen, was wir bekommen. Sehr gut. Ich weiß gar nicht, ob man immer Sachen findet, die so passend sind zum Schiff. Das
wäre natürlich auch nicht schlecht. Dann würde ich ja jetzt hier Tintenfischsegel haben, die Stufe 18 sind. Die sehen auch schöner aus, ne? Ja, nehmen wir mal. So, da eiern wir jetzt hin. Mal sehen, was es uns so bringt. Guck, ein Energie im Mund stopfen. Oh. Und da kommen wir hin. Habe ich Level 19 gewonnen. Nichtsdestotrotz macht es echt Sinn, diese Fässer abzuschießen. Oh, habe ich getroffen. Ich gucke mir auch mal kurz das da noch. Plündern wir das Wrack noch mal kurz. Schauen, was da drin ist. Perfekt. Na, aber ich kann nicht schießen, ne? Und so, wir müssen das Ziel versenken, was wir jetzt gleich finden werden. Dann kriegen wir das hin mit unserem Schiff. Warte, wir haben... Nee, alles gut. Aha. Wenn du die richtige Insel gefunden hast, suche einfach nach dem Schatz, der mit einem X markiert ist. Hier findest du die Karten, mit denen du auf deinen Reisen auf See nach Schätzen suchen kannst. Viel Glück. Wir haben... Doch, da haben wir. Wertvolle Truhe. Na, gucken wir auch nochmal irgendwann nach, aber... So viele Aufgaben, so wenig Zeit. Da ist ein Vulkan, der kann leicht ausbrechen. Das haben wir in der Demo schon gesehen. Zu dicht sollte man dem nicht kommen. Ich will unser Schiff nur noch ein bisschen aufrüsten und damit gehen wir in der Hauptquest weiter, weil ich glaube, einfach so jetzt mit dem Schiff durch die Gegend zu eiern, macht vielleicht nicht so Sinn. Und ein, zwei Level mehr, so Level 20, mal so 22, 23, macht der auch so. Oh nein, oh nein, oh nein! Zu dicht dran. Die auch immer ausbrechen, die Vulkane, sobald man dicht rankommt, oder? So, dann geht's weiter. Da ist ein Kartograf, den sollen wir vielleicht aufsuchen, einmal. Um das hier ein bisschen zu erkundschaften. So. Oh, ich weiß gar nicht, wie viel Gold ich habe. Wie reicht das? Ah, ich glaube schon. Gut. Viel Spaß mit meinen Kunden, ja, danke. Mal langsam mal da ankommen, ey. Ganz schön weit weg, das Ding. Und gerade durch den Gegenwind. Das ist ja nicht meine Brücke da. Ja, dauert ein bisschen, ne? Da ist ein Kartograf. Das Problem ist, ich kann den ja nicht außer Acht lassen, wenn ich ihn sehe. Dann muss ich den natürlich mitnehmen, den Kartografen. So. Ich weiß noch nicht, ob das Geld jetzt noch reicht. Ah, was für Kohle ich noch hatte. Du hast nicht genug Gold. Ah, das war mir klar. Shit. Ja, ja, ich würde doch gerne kaufen. Gut, dann wissen wir schon mal, dass wir keine Kohle mehr haben.
Oh Mann. Wird er jemals ankommen? Okay, jetzt. Nicht mehr das Ziel aus den Augen verlieren. Wie Gold haben wir denn? Okay, da wirklich was. Eine Kopfgeldstufe liegt auf 81.000. War nicht mal so wenig. Noch hinter der Insel oder was? Spaß. Ah. Ja, und Hafen da oben. Ja, was soll ich machen? Muss ich den Hafen mitnehmen? Damit wir auch ein bisschen Kohle eventuell bekommen. Ihr werdet unsere Klinge spüren? Das ist auch uncool von euch. Das ist schon wieder ganz weit weg vom eigentlichen Ziel, ne? Militär. Hau doch ab, du Spaß. Ich will doch nur ein Schiff versenken gleich. Komm, verliere. Oh, jetzt wird er wie schnell der auf einmal wird. Verliere einfach das Interesse an mir. Macht auch nicht so viel Sinn, mit dem Militärschiff im Schlepptau ein anderes Schiff anzugreifen, oder? Ich müsste so kleine Bomben abfallen ablassen können. Irgendwie. Oh. Ach, der Spinner. Der ist aber schnell. Was? Soll jemand anderes Schiff auftauchen hier? Wie lange der einen verfolgt, oder? Hat anscheinend aber keine Waffe vorne. Das andere Schiff ist auch relativ zügig. Mein Gott, wo ist das Scheißschiff?
fuck hier. Hey, der muss doch langsam, der muss das mal sehen, das andere Schiff, oder bin ich blöd? Muss doch hier irgendwo rumkreisen. Da ist es doch unten. Oh, auf dem Kommandant der König Marine. Na super. Oh Mist. Wow. Nein. Oh. Das war ja blöd. Bringt uns aber nichts. Nee. Oh, das ist eine zu harte Quest, glaube ich. Das ist auch, weil das andere das Schiff auch noch da dran hängt die ganze Zeit. Das ist natürlich blöd. Hätte man vielleicht erst platt machen sollen. So. Das ist auch echt. Das ist einfach nur weit weg, dieses Schiff jedes Mal. Das nervt. Nein, raus da. So, wir müssen jetzt eine andere Quest auswählen, weil. Bringt uns nichts. Nee, nee. So, wir müssen gucken, die Karte gucken. Würfel die Pause. Süße bitte. Also wir machen einfach immer die Hauptquest als erstes. Ist auch nicht so weit. Okay. Lass das Logbuch gucken nochmal. Um die alte Freundin von Kapitän Morgan davon zu überzeugen, dir zu helfen, musst du tonnenweise Medikamente nach Tortuga bringen. Achso, wir haben 16 Punkte, wir brauchen 160, okay. Dann lass uns mal ein bisschen, dann müssen wir vielleicht doch die anderen Quests noch ein bisschen machen. Und zwischendurch einfach mal. So, wir machen die wohlverdiente Pause jetzt. Kommen wir nicht drum herum. Wir müssen so ein bisschen, vom Tellerwäscher zum Piratenkapitän. Von unten nach oben arbeiten. Auf dem Weg dahin werden wir einige möglichen Schiffe jetzt versenken, die ein bisschen kleiner sind als wir. Aus dem einfachen Grund, dass wir irgendwie ja ein bisschen Kohle machen müssen und auch ein bisschen Erfahrungspunkte sammeln müssen, damit wir stärker und größer werden. Da finden wir da ja auch mal ein paar. Ja, man kommt gut voran, aber man ist natürlich so, Kleinigkeiten, die halten natürlich dann auch auf. Ne?
da schon? Ist da was zu holen? Scheint nicht. Nein. Los geht's, blinkt auch nichts. Solange da nichts blinkt, ist da wahrscheinlich auch nichts. Um uns das verräterische große Schiff, was da noch war. Wir sollten auch mal die anderen Kanonenkugeln benutzen, nach diese hier zum Beispiel. Ja, man kann ein paar scharfe Kurven schneiden. Klappt bloß nicht immer bei mir. Zwischenzeitlich knall ich auch mal irgendwo gegen. Das sieht natürlich ärgerlich aus. Macht die Musik ja beim Spiel, mag ich schon. Die hat so ein bisschen. Scheint Schatz verborgen zu sein, den holen wir uns. Vorbei hier. Das ist ein kaputtes Schiff. Man kann das nicht zerstören. Das ist unzerstörbar. Na, warte, wir haben andere Kugeln. Jetzt haben wir nur die Segel zerstört. Das. Ich hatte gedacht, ich krieg den noch. Wow, ey. Okay. Jetzt geht's nur darum, besser zu werden. Ärgerlich, ne? Krass, dass ich das echt nicht geschafft habe gerade. Das ist ein bisschen, die Steuerung von dem kleinen Boot war mir mehr drin. Ne? Das hier ist wieder so ein bisschen anders. Nicht viel anders, aber schon anders. Also man kann nicht so wendig sein. Man merkt, da fehlt schon ein bisschen was. Jetzt muss ich erstmal reinfuchsen. Aber erst die Segel kaputt zu machen, ist natürlich nicht schlecht. Aber es ist natürlich praktischer, mit den Kanonenkugeln gleich anzugreifen, ne? Okay. Da ist ein bisschen Medizin drin, war nicht verkehrt. Ja. Da brauchen wir noch einiges von.
Kleinvieh macht auch Mist. Eigentlich sind wir noch relativ gut ausgestattet, oder bin ich sicher verkehrt? So. Lassen wir vielleicht eher. So. Versteckte schwere Kanonen. Bringt das ja nicht viel? Sind die ja schon besser. Lassen wir das mal. Na, lassen wir die drin. Und dann nehmen wir die. Und hier nehmen wir die versteckte Mörder-Crew. Bisschen besser ausgestattet, glaube ich. Wenn es nur ein bisschen ist, aber wir müssen es am irgendwie hinkriegen hier. Oh, das war zu spät. Das war zu spät. Medizin sammeln. Wie viel Medizin haben wir denn schon? Na, müssen wir mal gucken. Ne, den holen wir uns trotzdem. Also ich muss ein bisschen Kohle machen, deswegen müssen wir uns den schnappen leider. Oh, der war gerade daneben? Der hat voll getroffen gerade. So. Mann! So. Keine glorreiche Glanzleistung, aber es gibt immerhin Punkte. So. Ah, weiter geht's. Ein bisschen Kohle gab's auch. Da können wir gleich sogar noch ein paar Leute für unsere Crew einsammeln. So, Level 20. Wahrscheinlich müssen wir uns eigentlich mal reparieren. Machen wir mal kurz. So.
Okay. Mehr ging nicht. In der kurzen Zeit, aber immerhin. Ah. So, das Boot muss jetzt auch mal finden. Ich hoffe, es kommt uns nichts anderes dazwischen. Das wäre eigentlich auch mal ein Highlight. Ach, zu früh. Aber gleich gibt es ein Gefecht. Schnell einsammeln. Und ein paar mehr Leute jedenfalls. Jetzt müssen wir noch gleich einholen da. Bin ich sicher. Touristenschiff. Jetzt ist ein bisschen stärker als erwartet, das Schiff. Das wissen wir natürlich schon. Aber vielleicht haben wir ja trotzdem Glück. Dass wir es irgendwie hinkriegen. Durch mutiges Segeln. Na klar, kommt da ein Truppenschiff. Warum macht er das? Warum kann der nicht ganz normal segeln, der Spast? Warum muss ich immer ausweichen? Wo ist denn das Boot? Der geht wahrscheinlich mit der gleichen Geschwindigkeit wie ich gerade. In die gleiche Richtung. Ich muss das eigentlich sehen. Geisterschiff, ist das nicht euer Ernst? Meine ganze Crew ist weg. Dank diesem beknackten Geisterschiff, echt. Na toll. Na toll. Können wir gerne auch jetzt aufgeben gerade, denn wir werden es nicht schaffen. Nicht jetzt. Oh. Ach Mann, ey. Wir sind nicht gemacht für diese Hardcore-Fahrten gerade da. Wir müssen da wirklich was Leichteres nehmen. Vielleicht einfach nur so eine Bringquest oder so. Okay. So, wir machen die. Ist auch nicht so weit weg. Naja, schon weit weg, aber. Ah. Finde Bonbons, bringe die Güter nach Wilddehn. Ja, okay, Bonbons brauchen wir ein paar. Kriegen wir vielleicht unterwegs nochmal, ansonsten im nächsten Hafen kriegen wir auch welche. Ey, wie krank ist das denn? Nichts gerissen, ey. Seit 20 Minuten nichts gerissen. Na, jetzt müssen wir auch ein paar Boote versenken. Macht ja auch keinen Spaß mehr. Hat er Schiss bekommen? Was macht der Typ da? So ballert er einfach durch die Gegend.
Ist der wahnsinnig? Crazy ist er. Schön Kartografen wegballern. Und aber nervt. So, ein paar Bonbons noch einsammeln. Vielleicht finden wir ein paar Schiffssachen, die hier rumliegen. Dann sammeln wir ein paar Bonchis ein. Hier finden wir gerade nichts. Kann ich eigentlich schon angeln? Ach, die haben wir noch nicht angerufen. Das dauert noch ein bisschen. Ich glaube, wir haben mit Glück, da sind Bonbons drin. Brauchen wir eigentlich nur 3 Stück. Und da oben vielleicht auch. Oh, Reparaturkits und 5 Bonbons. Na, siehst du. Passt doch, dann können wir die direkt hinbringen. Na, das machen wir doch. Gut, das ist auch nicht schlecht. Wir haben noch 2-3 Quests, wo wir, glaube ich, nur irgendwo hinfahren müssen, ohne was zu versenken. Wenn wir so 22, 23 sind, dann können wir die anderen Quests machen. Ich weiß gar nicht, ob die Quests sich anpassen an dem Level, den man ist. Kann natürlich auch gut sein, dass man immer eine Herausforderung braucht. Aber das weiß ich nicht. Müsste man denn mal schauen. Hab mich getroffen, bringt ihn also nichts. So, bringe die Güter nach Wildin. Oh. Gegen diese Kraken hast du auch keine Chance. Da musst du entweder genau gegenballerst oder musst genau ausweichen im letzten Moment. Das klappt aber auch irgendwie nicht. Aber das hier klappt, indem wir mal kurz hier ranfahren und eventuell nochmal fragen, wie es aussieht mit der Kartografie. Was macht unser Schiff da? Ein Zitterhaus. Natürlich habe ich genug Gold. Ich hätte jetzt gedacht, wir haben genug Kohle, aber haben wir nicht. Ich habe richtig Schaden genommen, weil mein Boot so beschissen da stand. Na gut. Upsi. Ab für uns, ja, ne? Okay. Dann wollen wir mal weggehen lassen. Zwischendurch müssen wir trotzdem ein paar Boote hier so ein paar Sachen plündern. Denn uns fehlt ja trotzdem die Medizin für die Hauptquest. Das ist geil, dass die ganze Geräuschkulisse aufhört. Nur weil diese blöden Vögel da rumhantieren, oder? Geht eigentlich auch nicht. Kann die Switch nicht alle Töne auf einmal anzeigen oder was? Oder höre nur ich das nicht? Nee.
Ich wollte euch gar nicht angreifen. Ich fahre direkt weiter. Habe ich gar keine Lust zu. Ehrlich nicht. Vorratsschiff. Bin ich nur dahin. So. Kommen wir der Süßen bitte nach und bringen die leckeren Bonchis zur Tante da. Oh, echt so ein Millimeter davor. Ist doch geil, ne? Einfach eine geile Piratenaufgabe. Bring ein paar Bonbons zu irgendeiner Tante. Und dann merkt man, was für ein super Pirat ich bin. Wo ich mich von anderen Seite ran oder was? Anscheinend. Gut, von der anderen Seite ran. Geht auch. Geht alles. Oder wo ist das Wildin? Das ist Wildin, okay. Man könnte theoretisch wahrscheinlich später auch die ganzen Dinger hier angreifen. Hoffentlich mal. Dadurch sieht man ja auch die Stärken da. Ist nur die Frage, will man das? So. Noch ein Geschenk für mich? Danke, Liebling, warum bleibst du nicht hier? Damit ich mich ordentlich bedanken kann. Oh. Mich holdes Weib. Gut, wenn wir schon mal da sind, dann lass doch gleich mal. Was hat er denn noch so da? Wir haben da nicht so viel Gold. Aber vielleicht haben wir, können wir Markt was verkaufen. Die Kids behalten wir, aber die Dinger können weg. Die haben wir nur gefunden, nicht gekauft, also von daher. Nein, oh, das wollte ich schon Medizin verkaufen, das ist natürlich dumm gewesen. Kann man die Medizin hier kaufen? Was soll die denn hier kosten mit denen? 82 pro. Ah, das schaffen wir glaube ich auch noch zu finden. So. Endlich, Herr Kapitän, der eine wichtige Mission würdig ist. Meine Schiffe sind alle unterwegs und du musst für mich diese Tasche voller Gold zum Kartografen bringen. Es ist sein Wochenlohn. Danke. Ich habe ein so unsichtbares Schiff für Marianne entworfen, aber sie hat die Blaupausen der Königmarine gegeben, just bevor sie mich verließ. Jedes Mal, wenn ich eines dieser Schiffe sehe, jagt mir das ein Schauer über den Rücken. Hilf mir dabei, sie zu zerstören. Ah, okay. Ah, wieder ein fetter Typ, der was essen will. Guten Morgen, Kapitän. Ich muss zu einem Treffen mit einer Bank in einem benachbarten Hafen, aber ich habe Angst, dass jemand mein Schiff angreifen könnte. Ich hasse es, auf See zu sein. Würdest du mich mitleiten? Na klar. Hey, Kapitän, wir haben noch immer ein Geschäft mit der Königmarine offen. Ihre aktuellen Booten sind auf dieser Karte. Bring sie zum Kartografen und mach eine Kopie für deine Piratenfreunde. Machen wir. So. Achso, warte, ich kann noch mal ganz kurz beim Händler gucken, ob der was hat für uns, was er loswerden will.
So, und den Rest verkaufe ich. Alles hier. Sprengstoffpass. Klingt eigentlich ganz cool, ne? Rosenpingel auf Kanonen, um sie abzukühlen. Kanonen kühlen so viel kurzer schnell ab. So, ach. Komm weg. Was hat er so verkauft? Nach dem Werk eines Zaubers wird das Schiff vorübergehend ätherisch, wodurch es immun gegen Kugeln wird und schneller segelt. Auch nicht verkehrt, ne? Das verkaufen wir ja. Gut. Das war's. Und jetzt gucken wir mal, was für Quests wir hier noch haben. Wenn wir ein paar Punkte vergeben können. Pass auf. Dann machen wir doch erstmal. Einmal schneller auf jeden Fall. Mal die Schaden machen wir hier. So, und wir können jetzt nochmal ins Logbuch gucken. So, hier ist was. Die Pause machen wir jetzt nicht. Modische Matrose machen wir jetzt auch nicht. Facharbeit für Karten. Das können wir machen. Dann kommen wir mit. Kleine Eskorte hier. Wir müssen natürlich nicht wirklich weit. Ein bisschen langsamer, damit er näher kommt. Und gleich schon da. Schwer zu können, wir oben oder unten rum sollen. So, komm schon. Da. Ist der gute Kartograf. Es war zwar auch zu spät, ich wollte schon meine Männer schicken, um ihn zu überzeugen. Danke, der Kapitän. Er wollte den, naja, gut. So. So, das haben wir auch gekauft. Nicht schlecht.
Können wir noch was machen? Ist eigentlich vorbei mit ihm, oder? Der wird uns jetzt nicht hinterherfahren weiter, oder? Doch. Sollen wir wieder zurückbringen? Steht nichts davon. Hey, was war denn die Quest? Guck mal, nächste Quest an hier. Verhexte Gewässer. Nehmen wir das mal. Warum ist das Flottenschiff hinter mir her die ganze Zeit? Ist das ein Fehler? Anscheinend. Na gut. Wir machen das jetzt erstmal. Achso, wir haben wieder ein paar Talente. Wir sind ein Talent. Das setzen wir auch nochmal ein. So, das ist voll das Ding. Nichts mehr zu tun mehr. Dann soll das doch weggehen, das Schiff. Das ist nicht unser Schiff mehr. Wir haben unseren Auftrag erfüllt. Also, ah, das wollte ich mal gucken mit den Fässern. Yeah! Das ist natürlich schlecht, wenn wir hinter uns her sind. Geil. Genau das, sowas wollte ich haben. Das ist super. Was ist das hier? Oh, nicht getroffen. Was ist das denn hier? Wieso ist die Quest gescheitert? Na gut. Wir müssen dann mal gucken, ob wir das mal machen können. Punkte für mich! Ah, da. Die werden aber streng bewacht, den ganzen Kanonen da. Sehr gut. Rocking Bow. Nee. Oh, ich kann hier nicht mal rein, ne? Gerade vom Ziel kommt so ein scheiß Piratenschiff, ein Geisterschiff, wollen ihn verarschen. Ganz im Ernst, wie blöd war das denn? Also das war ja unser Ziel, ne? Wahrscheinlich. Also gucken wir nochmal. Hier muss es ja irgendwo auftauchen wieder. Ich wollte noch einmal hier kurz ran. Dann können wir hier auch mal zum Tischler gehen. Ist nichts, aber zum Markt. Haben wir das eingesammelt wieder? Nee. Nochmal verhexte Gewässer aufnehmen, okay. Es versetzt mein Handschuh in Schrecken und greift sie an. Ja, das machen wir. Die gleiche Quest wie gerade eben, aber egal. Sind irgendwie die gleichen nochmal, was die Quest, ne? Okay.
Okay, das sind die gleichen Quests, die wir schon hatten. Deswegen ist das nicht so schlimm. Wieder zum Kartografen. Passiert nichts. Konnte ich nicht annehmen, okay. Warum konnte ich die jetzt nicht annehmen? Ach, ich hab voll. Ja, ich meine, ich hab 10 Quests, okay. Ja. Aber ich glaube, das soll es auch gewesen sein für heute. Einfach mal mit dem neuen Schiff durch die Gegend eiern und gucken, was da so passiert. Beim nächsten Mal mache ich das aber anders. Da glaube ich, werde ich mehr so einen kleinen Zusammenschnitt machen, weil ich glaube, die ganzen Zwischenquests, die braucht man nicht unbedingt sehen. Ist zwar ganz nett immer, aber ich glaube, es geht eher darum, dass wir dann auf die Hauptquest zugehen. Das heißt, beim nächsten Mal gehen wir die Hauptquest an. Und ich werde die ganzen Zwischensachen, die wir zwischendurch mal machen, diese ganzen langen Fahrten mal schneiden. Das wäre einfacher. Gut, vielen Dank fürs Zuschauen und ja, wenn ihr Lust habt, klickt drauf, abonniert und bis dahin, tschüss!